Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf Kammer Kreuzband. Ich bin ja Martin Buinzig und heute geht es mal mehr oder weniger um was komplett anderes als das vordere Kreuzband. Denn ich habe eine Rehe aufgezeichnet von einem Achillessehnenriss, der operativ versorgt wurde. Das heißt, die Achillessehne wurde genäht, weil sie wahrscheinlich ohne OP sonst nicht so gut zusammengewachsen wäre. Wie ohne. Und da ist die Nachbehandlungsempfehlung immer sehr, sehr zurückhaltend. Und ich habe dank Dirk Erhardt, öfter genannt Paule von Funktio, das ist das Institut für funktionelle Therapie und Sportmedizin, gelernt, dass man das Ganze auch besser funktionell betrachtet, sodass man der Nachbehandlungsempfehlung öfter mal Riesenschritte voraus ist, als das eigentlich steht, was man auf dem Papier bekommen hat vom Operateur. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann empfehle ich dir das jetzt sehr gerne zu tun. Es kostet dich nichts und du bleibst vor allem Verlauf deiner Reha immer auf dem aktuellsten Stand. Vor allem lohnt es sich, einmal auf die Seite von funktio.eu zu gucken. Ich packe den Link auch nochmal in die Beschreibung, weil es da zwei ganz schöne Videos gibt zur Kreuzbandreha und wie diese verlaufen kann. Grundsätzlich ist es so, solche Rehas sind öfter mal auch sehr individuell gestaltet, vor allem wenn man solche guten Fortschritte sieht. Da kann man das nicht immer eins zu eins auf jeden übertragen. Denn viele Faktoren spielen eine Rolle. Einfach gesagt, zum Beispiel die sportliche Konstitution des Patienten, wie er schon vorher drauf gewesen ist, wie gut er seinen Körper kennt, wie sein Ernährungszustand ist, etc. Also, das ist alles immer sehr, sehr individuell zu betrachten. Es soll einfach nur zeigen, was möglich ist und vor allem auch die Angst nehmen. Denn ich pack das auch nochmal in die Videobeschreibung, wie die Nachbehandlungsempfehlung aussehen sollte für die Achillessehne. Ich habe mich primär dazu entschieden, weil so eine Achillessehne, die kann man sehen, die kann man anfassen, man fühlt, wie die sich spannt, wenn man den Fuß hochzieht oder wie der Fuß nach unten geht und wie die Sehne sich dann annähert. Und das ist ein bisschen einfacher vielleicht zu verstehen als so ein Kreuzband, was im Knie drinne sitzt. Denn wenn ich dann so einen Schritt nach hinten mache, weiß ich, die Sehne kommt unter Spannung und der Muskel spannt auch noch an, was die Sehne mehr unter Stress setzt. Und dann kann man das Ganze besser verstehen. Von der Nachbehandlungsempfehlung kann man das Ganze im Prinzip einfach einmal zusammenfassen. Man hat so einen Vakupet-Schuh bekommen für 8 Wochen. Das heißt, der Fuß wurde in so einer Spitzfußstellung gehalten, die ersten 4 Wochen auf 30 Grad bzw. 3 cm Absatz. Man durfte voll belasten, aber sonst durfte man eigentlich nichts machen. Dann von der 4. bis zur 8. Woche durfte man dann auf 15 Grad gehen bzw. auf 2 cm Absatzbelastung und dann ab der 9. Woche war es dann so, dass man 1 cm Absatz höher hatte und man durfte das Sprunggelenk frei mobilisieren, wenn das Knie angewinkelt ist. Also im Prinzip das hier machen. Man durfte die Wade noch nicht dehnen. Das stand da drinne und man konnte das Achillessehnengleitlager mobilisieren. Also im Endeffekt dann hier so ein bisschen alles frei machen etc., weil da auch noch andere Sehnen von Muskeln entlang laufen. Und dann ab der 13. Woche durfte man einfache Sportarten machen, wie Laufen, Fahrradfahren oder Schwimmen, Extremsportarten bzw. extreme Belastungen wie Springen, Fußballspielen, Basketball etc. waren dann noch nicht erlaubt. Und dann war es so, dass man die verschiedenen Ketten sich anschauen musste. Das heißt, wenn zum Beispiel der Patient dann gelaufen ist und dann konnte er nicht sich aus der Kraft der Wade hochdrücken, ist er immer im Endeffekt über die Lendenwirbelsäule ausgewichen und konnte dann darüber halt laufen, aber es war halt dann noch nicht in der Kette gut stabilisiert und kräftemäßig halt geeignet. Ja, dann würde ich sagen, schau einfach mal direkt ins Video rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wie gesagt, danke nochmal an Dirk Erhardt für die ganzen Informationen und für das Beistehen in der Zeit. Und auch danke an TerraTrain, dass ich da in der Praxis das Ganze aufnehmen konnte. Viel Spaß!